Du musst alles geben, du musst von den Unterarmen aus arbeiten. Komm, geht schon. Bull! Bull! Ja. Voll. Riesig. Hallo. Hi. Danke fürs Kommen. Und ja, wir haben bereits ein bisschen aufgewärmt. Lukas sowie Sven. Hallo. Erwarten euch ebenfalls. Hi. Und jetzt geht's ab, glaube ich. Jetzt geht's ab. Warm-up im Landessportzentrum. So beginnen die Trainingstage oder auch die Trainingslagertage hier. Wir wärmen uns ausgiebig auf, also oft so für 6:25 weg. Und trainieren dann bis kurz vor 8. Also ungefähr die halbe Zeit ist ausgiebiges Aufwärmen mit Turnerübungen. Und dann gibt es aber nach dem Motto, wenn wir Kraft haben, trainieren wir Kraft gleich im maximalen und schnellkräftigen Bereich, aber auch mit Turnerübungen. Und das sehen wir dann auch. Kannst du spielen. Sobald du da durchsagst, ist vorbei. Merkst du das? Mhm. Und so arbeite ich schwierig. Das ist klar. Alles keine Hexerei. Vom Einfachen zum Schwer. Okay, so. Es braucht nicht die Schulter kaputt gemacht werden am Morgen, sondern geht durch. Ja, genau. Schön, passt gut. Ja. Anstrengend, Leute, anstrengend. Ich habe gerade zweimal die Seile, bin ich so weit hochgeklettert. Ist natürlich extrem anstrengend. Einmal im Bereich der, Griffkraft. Dann natürlich, und es geht natürlich extrem auf den Bizeps. Dadurch, dass ich halt immer den Zug nach oben hin arbeiten muss, ja, kann ich auf jeden Fall nur jedem so weit empfehlen. So, jetzt und heute gegen den Hallen-Champion Lukas im Seilklettern. Auf Zeit, wer am schnellsten oben ist. Schauen wir mal. Das Ganze natürlich im Sitzstart, hat der Lukas mir gerade gesagt. Also auf geht's. Auf geht's. Ja.
Scheiße. Das war mein Ziel. Daniel, Ronny, ich zeige euch was. Im Kraftraum gibt es viele Athleten, die immer wieder, vor allem im Kreuzheben, Probleme haben im Griff. Und da gibt es einfach coole Spielzeuge. Und eine davon ist diese Stange. Da kann man wunderbar und in meinen Augen viel besser wie mit so dicken Griffen oder irgendwas, nämlich mit meinem eigenen Körpergewicht trainieren. Eine zweite Variation sind die Bälle. Also ich sage auch hier, Spaß, nicht jedem gefällt alles, aber dem einen gefallen die Bälle, zum Beispiel mir, und dem anderen, der Lukas auch stark, gefallen zum Beispiel die Leisten. Und auch bei den Leistenboards, das Coole ist, dass man hier einfach vom Einfachen zum Schweren arbeiten kann. Zum Beispiel, Einsteigerlevel wäre hier oben bei den Großen, dann wären wir da bei den Fortgeschrittenen, bei den Fast Jump Profis und dann wären wir unten bei den sehr, sehr kleinen Leisten. Und ja, wer die Leiste 10 Sekunden halten kann, der ist Top-Lasser. Der hat einfach einen Gorilla-Grip. Und zwar nicht nur hier, sondern eben auch im Kraftraum. Das merkst du, ist einfach direkt übertragbar. Also Lukas, das beste Beispiel dafür, der auch im Kreuzheben gewaltige Fortschritte gemacht hat, unter anderem nur, indem er seine Griffkraft gesteigert hat. Und ich sage immer, warum so kompliziert? Eigenes Körpergewicht ist King. Oh, da ist es. Merkst du es? Das ist ganz anders. Hat so Dinge, wo man sich über die Jahre hinarbeitet. Aber auch hier wieder sind einfach Übungen, wo ich dir einfach zeigen kann, wo so circa die Möglichkeiten liegen. Weil zugegeben, bei der Übung, glaube ich, bin ich persönlich sehr stark, weil mir das sehr gut liegt. Also da bin ich prädestiniert für. Was wiegst du eigentlich? Vom, ich habe jetzt. Ja, eben. Ja. Ich habe 56 Kilo, ja, okay. Und du hast wie viel? 97 jetzt auf 7. Du bist wie groß? 1,76 Meter. Ich bin 1,71 Meter. Können sich alle selber ausrechnen, wo da die. Ja, aber trotzdem. Also ganz natürlich. Trotzdem. Ja, aber Finger sind Finger, Unterarme sind Unterarme. Scheiße! Man sieht bei Conny, gerade hier an den Auflegern, aber auch bei Daniel, der vorher nur abgerutscht ist, absolut super Ansätze, was die Griffkraft betrifft. Also da wäre in der nächsten Einheit, bin ich mir sicher, bereits eine Progression von im zweistelligen Bereich möglich. Stark, einfach stark. Ich bin stolz auf euch, starke Aktivierungseinheit und Kämpfersnack und anschließend geht's weiter in die K1, würde ich sagen. Kletter mal eine Runde. Auf geht's. Action. Ja, willkommen in der Haupteinheit hier in der K1 Kletterhalle Dormian. Sven Albinus, meine Wenigkeit, Sicherungspersonal, den Gästen, die fertig eingekleidet gehört, der dritte Vortritt. Also komm, geh mal in die Wand. Viel Spaß. Indestructible.
uns jetzt gleich zeigen, wie man richtig klettert. Das möchte ich auch können. Mama. Die Ruhe, wa? Wenn die Ruhe weg hat. Wir hatten gerade eine harte Kletternacht mit dem Jürgen Reis. Jetzt eine kleine Stärkung und dann geht's auch direkt weiter zum nächsten Workout. Wenn wir es schaffen, meine Finger sind schon durch. Und Sven, stark, Mount Peak Prinzip. Das Sonnenuntergangstraining, hoch über Dormien, 8. Stock, ein Trainingsgelände der anderen Art und ja, schauen wir mal, was die Bälle, die Boards und die Kugeln am Boden hier so können, beziehungsweise was wir damit machen können. Viel Spaß! Also hier kommt es wirklich auf den Grip drauf an. Und gerade die großen Bälle, die sind wirklich anspruchsvoll, werdet ihr gleich sehen. Also eine Workout-Regel ist auch, der Daumen bleibt über der Linie. Das ist natürlich nicht erlaubt. Das ist, ja, nothing for strong men and strong women. So werden die gehalten. Und ja, legen wir los. Stark. Jawohl. Das Schlechteste nach den zwei Profis. Das ist natürlich richtig gut für die Kamera. Ja.
Räum bitte die Kettlebells auf die Seite. Ja, das mache ich, sonst knall ich da drauf. Nur halten genügt auch. Also nur jetzt. Kann ich auch erstmal mit den Kleinen anfangen? Ja, auf jeden Fall. Halt mal lieber die Kleinen von unten. Von unten? Ja, von unten. So. Und jetzt presch zu. Und du musst wollen. Also vor allem auf den Unterarm konzentrieren. Das ist kein Klimmzug. Also das ist. Merkst du es? Das ist ganz eine andere Muskelkette. Okay. Ja, merkst du es? Jetzt zieh! Aber konzentrier dich auf den Unterarm, du musst wollen. Sicher, zieh! Es täuscht, also es täuscht auf dem Zusehen hier. Da geht es jetzt um Klimmzüge zu machen. Merkst du es? Ja. Das geht, die Kraft geht von da aus. Beim Klimmzug kommt die Kraft vom Core. Und hier kommt sie von den Unterarm. Ich habe eher das Problem, dass ich meine Hände nicht platzieren kann. Eben. Je fester du zudrückst, desto besser geht's. Aber du musst voll. Du musst alles geben. Du musst von den Unterarmen aus arbeiten. Komm, geht schon. Pull! Pull! Ja. Voll. Wie gesagt, konzentriere dich auf die Unterarme. Mhm. Wenn du hier zupresst, dann wirst du merken, setzt sich. Also, Pavel Zazelin schreibt ja auch davon, dass du einen Klimmzug stärker herbringst, wenn du fester greifst. Und das ist hier, also bringst du es gar nicht her, wenn nicht fällt. Konzentriere dich auf hier, drück voll zu und plötzlich wirst du merken, die Kraft kommt im ganzen Oberkörper. Okay. Dann kannst du plötzlich halten und dann ziehen. Okay, wir nehmen dir. Komm. Konzentriere dich nur auf den Daumen und nur auf das... Ein Daumen, komm, auf geht's. Heavy, ja? Ja, ja. Sonst einfach zuerst schon mal nur statisch halten und der Anführungszeichen. Okay. Steht so schwer. Ja, yeah, du. Das ist schwer, ne? Ja, das ist der Hammer. Aber ich will. Komm, okay. Greif fest zu. Fest, komm ein. Komm! Mach eine Pause. Ja. Ja, die brauche ich. So nach 5-6 Minuten, vielleicht geht es hinterher besser. Es ist oft so, dass einmal weiß, was auf dich zukommt. Wofür ist das Gerät nochmal? Also wozu verwendest du das? Ja, ist so bei kleinen Zwickerlen, ich mache das prophylaktisch. Es ist einfach Infrarot, Laser plus Magnetfeld und fördert im Endeffekt die Durchblutung. Okay. Habe hier im Finger, der ab und zu bisschen jammert und ich mache das hier am Balkon, jetzt ist die Sonne untergegangen, relativ kalt, mache das einfach prophylaktisch zwischendrin, wenn ich dran denke. Satzpause genützt. Eine sehr komplexe Übung aus dem Klettersport oder ein sehr interessantes Spielzeug aus dem Klettersport. Das Ganze ja auch einem naturalen Bodybuilder viel bringen kann. Also ich glaube, jemand, der da stark ist, kann man nicht vorstellen, dass der an der Stange schwächelt. Egal wie, oder an der Hand, egal wie du ihn gibst. Ja, komm, auf geht's. Geht schon, super. Jetzt kommt die Bar, merkst du es? Voll auf den Daumen. Voll auf den Daumen. Gib Pressure. Gib Druck. Squeeze. Squeeze. Heißt bei den amerikanischen Filmen zum Teil immer. Das kann man auch sagen, ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Drücken. Puh, das geht ganz scharf. Nee. Gut? Ja. Also Schwede, ey. Fester Griff, ey, das Arm ohne. Da, der Punkt. Wenn du stark bist, richtig schön. Das ist ein starker Muskel. Wenn du stark bist, zieh es weg. Blast das Magnesium für den Finger noch, was zu viel ist. Echt gut. Aber such auf jeden Fall deinen ordentlichen Griff, ob du zu weit unten oder ein bisschen weiter außen greifst. Fester Griff. Für dich. Nur aus den Fingern. Und dann geht's los.
Komm. Komm, immer schön fest, komm. Greif fest, komm jetzt hoch. Zieh! Ja! Locker. Strike! Jetzt geht's los! Feste! Jetzt kommt die Kraft! Ja! Cool! Komm. Stark, Donny! Komm, feste Rücken! Das ist es! Und einer da! Geil! Wahnsinn! Stark! Brutal! Killer Lady! Komm! Die Kraft, die hast du. Du musst völlig anders denken, ja. Gell? Weil beim Klimmzug gehst du einfach ran und konzentrierst dich auf den Later, auf den Kern oder was. Genau. Also ich mache auch Klimmzug an der Stange, da mache ich von unten weg, oder? Da kann ich von unten weg Kraft holen. Und hier ist es genau umgekehrt. Hier muss ich einfach von oben weg arbeiten. Weil wenn hier oben nicht... Das war jetzt wirklich gewaltig. Man muss sich so drauf konzentrieren. Du bist gerade von gar keinem auf keine Ahnung, wie viele gekommen, zack. Man muss sich einfach nur konzentrieren und man muss es einfach komplett abschalten, dass es weh tut. Ja. Ich meine, das tut total weh. Aber ich habe das in dem Moment total ausgeschaltet. Und man ist so wie verkrampft. Du musst wirklich. Ja, du musst voll zukrallen. Ja. Erst dann kommt die Kraft. Zwischen den Touren, ja genau, man kann hier sehr leicht nehmen, aber seinen Körnerlevel weit, kann man die Progression steigern. Also oben machst du zum Beispiel ganz große Griffe, jetzt bist du am fortgeschrittenen Level und wie gesagt, wer hier zum Beispiel die untersten Griffe nur gut halten kann und Klimmzüge machen will, gratuliere ich auch schon zu quasi, zumindest Europameister, stärken den Zugriffen. Die Finger stark, folgt der Oberkörper. Pressure. Wir hatten heute einen sehr schönen und anstrengenden Tag. Ne? Ja, definitiv. Was könntest du allerdings jemandem empfehlen, der jetzt nicht aus diesem Klettersport kommt? Es gibt eigentlich in jeder Kletterhalle Instruktoren und auch Schnupperkurse, Schnupperklettern, wie es auch in den Gyms üblich ist, dass man Schnuppertraining machen kann. Und ein Tipp von mir noch im Internet, www.trainingsworld.com. Da gibt es zahlreiche Kolumnen von mir und meinem Redaktionsteam zum Thema Klettern und Krafttraining rund ums Klettern oder mit Kletterhilfsmitteln. Wunderbar, danke. Wir fahren jetzt ins Landessportzentrum, da genießen wir unseren gut verdienten Feierabend und ja, dann bis morgen. Danke euch. Gute Erholung. Ja. Vielen Dank. Schönen Abend. Bis morgen. Ja. Und tschüssi. Bis morgen. Ja. Ja. Sven auch hier. Attackieren wir halt wieder. Okay, danke. Ciao. Here we go. Daniel? Nein. Wir sagen nicht, dass wir uns hier verpassen in diesem großen Haus. Und Licht gibt's auch. Ich dachte, ihr habt schon schlapp gemacht. Meine Idee für heute ist, gleich wieder rückkehren. Ich wollte schon vorschlagen, draußen wäre wunderbare Aufwachluft, dass wir zuerst eine Runde im Stadion, rennen. Aber das ist herzlich warm morgens. Ja, wir machen jetzt ein Antagonistentraining. Ja. Also für einen Klettersport. Für euch viel Neues, vor allem in den Satzpausen. Mhm. Also ihr könnt hier vor allem propriozeptiv, aber auch spannungs- und balancemäßig, vor allem in den Satzpausen profitieren. Das Krafttraining selber ist auch für einen Sportkletterer, das haben die auch nicht neu erfunden, im Endeffekt 0815, sage ich jetzt mal, sind Grundübungen. Aber wie gesagt, achtet auf die Details, auf die Satzpausen. Morgen. Moin, ne? Geht's dir gut? Ja. Geschlafen? Ja, ein bisschen müde bin ich noch, aber
Ja, ist ein bisschen früh, ne? Ja. Aber geht. Müssen wir ja. Ja, wir sind hier im Kraftsport des Landessportzentrums. Es wird trainiert, gedehnt, auch mit Grundübungen aus dem Kraftsport gearbeitet, natürlich wie zum Beispiel mit Bankdrücken. Wir haben hinterher noch an der Kettlebell, wenn wir ein bisschen was machen, zum Beispiel Überkopfdrücken. Also wie gesagt, das Krafttraining haben die Sportkletterer sicherlich nicht neu erfunden, aber was hier auch mit Eifer jetzt geübt wird, zum Beispiel sind Rotatorenmanschettenübungen, wo es also wirklich auf jeden Millimeter ankommt. Und mir gefällt jetzt speziell der Daniel, aber auch die Conny, wie sie sich da wirklich fast schon reinsteigern in gewisse Übungen und sich da gegenseitig kontrollieren. Es ist richtig ein guter Spirit hier und auch eine konzentrierte Atmosphäre. Es gefällt mir, wie die Gäste jetzt also wirklich früh morgens hier schon, die Conny macht Kettlebell Swings, es gefällt mir, alles geben. Ist auf jeden Fall schwer. Man hat gerade gesehen, von ungefähr gar nichts bis zu dem Punkt, wo man einigermaßen die Waage halten kann. Eben noch im Kraftraum, nun im Stadtwald oder im Fitnessparcours. Hier hat es begonnen. Von 14 bis 17 habe ich hier mit dem Freund etliche Klimmzüge absolviert und Hangelübungen. Normalerweise einmal täglich, am Wochenende zweimal pro Tag. Ja, schauen wir mal, ob es immer noch was hergibt. Ich denke ja. Gut, dann würde ich sagen, einfach mal hangeln von Sprosse zu Sprosse und kontrolliert, also Samtpfoten greifen. Da hat der Karl Humer am Podcast gesagt, das heißt, das Gegenteil wäre es da. Bang, bang, okay? Und wir versuchen jetzt, das Ganze mit Kraft zu machen. Wir machen das Ganze mit Kraft. Das Ganze nennt sich im Englischen Laddering und ist eine sehr, sehr effektive Kraftübung aus dem Klettersport, mit der also auch Dominik Feischl und auch manche Nicht-Sportkletterer, die aber Essenzen aus dem Klettersport sich rausholen wollen, für ihr Krafttraining, also auch fürs Eisen, sich sehr viel rausholen. Das ist in meinen Augen auch eine Übung, die jetzt die Haut nicht wirklich tangiert. Noch mehr Samtpfote. Ich will nichts hören. Mucksmäuschen still. Noch viel leiser. Viel leiser. Ja, jetzt kommen wir hin. Wie eine Katze. Cool, cool, stark, echt stark, stark, echt cool. Wahnsinn. Ja, wir haben jetzt vom Jürgen Kreis eine Variation kennengelernt, nicht am langen Arm arbeiten, sondern das Ganze verhältnismäßig mit angezogenen Arm ist dementsprechend anstrengender und hier ist das Ziel wiederum, langsam, leise zu arbeiten. Ein Tipp für alle, die es ein bisschen schwerer machen wollen. Fußmanschette, das ist höllisch. Da brauchst du echt nicht viel Gewicht. Das hängt natürlich genau am Ende der Belastungskette. Das zieht dir runter wie ein Zahnsack. Macht Spaß. Willst du mal versuchen dann auch? Ja. Cool. Die Conny? Nee, ich möchte das nicht machen. Merkst du, wie das seitlich reinzieht? Je höher dass du dich hältst, also je mehr du blockierst, desto mehr merkst du es auch in den Muskeln. Aber die Fußmanschette ist wirklich höher. Merkst du es?
ihn echt so extrem nach unten. Ja. Zack. Ja. Zack. Zack. Geil. Bauaufzüge und das Van rüstet gerade auf, auch an der natürlich schwerpunktmäßig ungünstigsten Stelle vom Hebelgesetz her. Jetzt schauen wir, was da geht. Hat fleißig trainiert, hat uns vorher Zeit. Auch eine Übung, die ihm noch sehr schwer fiel vor ein paar Jahren, als er mich das erste Mal besucht hat inzwischen. Beim 9. Besuch im Peak County schaut die Sache, glaube ich, ein bisschen anders aus. Mr. Sven Albinus, Bauaufzug Power. Hero of the Day, starke, Wahnsinn. Komm. Komm. Gut, komm. Jawohl. Gut, komm. Komm. Wenn sie gefilmt wird, geht was. Ja, super. Sauber. Jetzt mal hin, kann ich links rechts. Ja, genau. Von links kannst du mal rechts hin. Dann hat die Seite genau noch gut abgedeckt. Super. Das ist so ein Kreuzheben mit meinem eigenen Körper, gell? Das ist gut, ey. Ja? Komm, geht schon. Schon mal gemacht? Ne. Stark. Stark. Ja, so kann man mit einfachsten Dingen sich das Leben sehr schnell, sehr schwer machen. Haben wir damals mit 14 auch noch nicht gemacht, zugegeben. Das war wirklich crazy. Da war ich hier und habe 3 Klimmzüge hergebracht. Und ja, 2 Wochen später waren es halt 5 und am Ende des Winters waren es dann, glaube ich, 15. Ja, eines der Naturdenkmäler hier in Dormien und ich dachte, für mich ist es immer ein großes Anliegen, wenn mich Gäste hier besuchen, dass sie mehr mitkriegen, wie nur das harte Training. Ich dachte, ich führe euch an diesen an sich geheimen Ort und hoffe, ihr habt es hier genossen, in Dormien. Großen Respekt vor euch und eurer Bereitschaft, euch den Herausforderungen hier zu stellen. Ich lernte 2 Sportler kennen, die um Sven wusste es, aber die bereit sind, aus der Komfortzone weit, weit rauszufliegen. Und danke, Daniel. Danke dir dafür. Und danke natürlich, Conny. Danke dir auch. Plan haben wir. Danke, Sven, für den Support. Jederzeit gerne, Jürgen. Vergiss nicht, welche Richtung, Mann. Walking to the room, my heart. Hast du die Erfahrung gemacht, dass es nicht gerade noch ein bisschen damit auffallen? Nee, eben nicht. Oh, du Königin. Stark. Super. Jürgen hatte uns geladen zur harten Trainingseinheit hier im Bereich Klettern. Wir gönnen uns jetzt eine kleine Stärkung und danach geht's auch gleich weiter zum nächsten Workout. Viel Spaß dabei. Ich bin nicht schwer. Alter, Junge, ich bin nicht mehr.